das erste Mal hier. Du bist für Sky aber öfter unterwegs. Du bist nämlich Sky-Botschafter. Ja, ich bin Sky-Botschafter und gerade zum Thema Inklusion unterwegs. Das heißt irgendwie Integration. Das heißt noch mehr. Das heißt behinderte Menschen und Sport. Das ist mein Thema und das möchte ich gerne so in der nächsten Saison vorantreiben. Und du hast etwas ganz Besonderes gemacht. Du hast nämlich mit Menschen Fußball gespielt, die nichts gesehen haben. Und aus diesem Grund hast du dich sozusagen auf deren Ebene begeben. Wie war das? Ja, das ist erstmal, wenn man so alle seine Sinne beisammen hat, ist es, das sind hier so ein paar Bilder vom Training. Das Ganze war eine Aktion, also quasi meine Einstiegsaktion als Kai-Botschafter in München. Grünewald waren wir unterwegs. Bund Kickgut, das ist eine Liga mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ich habe ein paar Fußballer vom PSV Köln mitgebracht, die sind blind und da haben wir gegeneinander gekickt. Das ist unglaublich, also ich bin da ganz schlecht. Die Jungs von Bund Kickgut haben sich richtig gut Schöne Bilder. Du machst groß das gut. Am Ball, ja. Technik, ich habe mich so gut vorgetastet. Das ist einfach unglaublich. Im Ball ist so eine Klingel drin. Man muss nach Gehör spielen. Ich bin Musiker, ich höre eh nichts. Ne? Aber ich habe mich reinbegeben. Hat einen Riesenspaß gemacht. Großen Respekt an die Jungs von Bund Kickgut. Die sind technisch ziemlich gut. Auch großen Respekt vor dir, Gildo. Aber jetzt wollen Warum? Wir, ja, weil du da mitgespielt hast und das sah großartig aus.